Da ist ein Teddy drin. An dem Teddy steckt ein Messer im Auge. Ob das der Mr. Bär ist, den wir suchen? Okay. Aber scheinbar haben wir nichts angelockt. Wieder was, was so richtig schön klein geschrieben ist. Da, 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 da. Okay, also im Groben stand auf dem Zettel Folgendes jetzt, dass hier eben Unfälle passiert sind, wissen wir ja schon. Und naja, es ist jetzt so, dass sich da einer ein bisschen Gedanken gemacht hat, dass eventuell die Besucher ausbleiben werden. Aber das sieht er ein bisschen anders, weil er denkt, dass die Leute sonst irgendwann angezogen werden, eben durch dieses Mysteriöse, was hier herrscht, und die Leute einfach aus Neugier kommen werden. Und er sich eigentlich keine Sorgen um den oder um die Zukunft des Parkes hier machen wird. Und Miller, ist nicht schlimm, du bist nicht der Einzige, der mich nicht hosten kann, weil ich wirklich in Full HD streame mit 1080p. Gibt's mehrere, die da Probleme haben, ist also nicht schlimm. Okay, hier haben wir ein schönes Karussell. Also gut, hier geht's darum, wir warteten in der Reihe mit unserem Jungen und wir guckten also diesen Chipmann, also diesen Obi-Biber Verschnitt, den wir hier haben. Welches Spiel ist das? Das heißt The Park. Ist ein Horror-Game. Sollte eigentlich auch im Titel stehen. Kurz auf die F5-Taste zucken. Also, sie standen also in der Reihe und haben gewartet, dass sie hier drankommen. Und sie fanden das Ganze hier schon ein bisschen furchterregend. Und sie guckten also diesem Eichhörnchen zu, dieses Maskottchen, was wir vorher schon gesehen haben. Dass dort eben dieses Maskottchen Skulpturen aus Eis anfertigte. Und aus diesem Eisblock, desto mehr von dem Eis hinunterfall, konnte man langsam ein Gesicht erkennen. Und dieses Gesicht, was dort langsam zum Vorschein kam, hatte etwas Unnatürliches an sich. Und dann fing Teenager an, das Maskottchen etwas zu ärgern. Und da ist dann anscheinend das Maskottchen durchgedreht und hat mit dem Eispickel ist auf die Jugendlichen losgegangen und hat auf einen Typen dann eingestochen, auf einen Jungen. Und das Blut spritzte nur so und alle anderen haben versucht zu entkommen vor diesem kleinen Wutanfall. Dann hat er also auf den Jugendlichen eingestochen und das Blut spritzte nur so und alle anderen sind eben weggerannt. Die Kurzfassung des Dokuments. Ja, könnte ich mal gucken, ob das geht mit dem Bot. Müsste aber eigentlich gehen, ist aber eine gute Idee, Germfighter. Kann ich mal gucken. Okay, ich nehme mal an, weil wir vorher schon in diesen Liebestunnel, was dann doch kein Liebestunnel war, hinein mussten. Dass wir jetzt wahrscheinlich hier auch, ja, hier, Ride Octotron. Okay, wir können aber nicht, weil es zu schnell ist. Das heißt, wir müssen das erstmal anhalten. Ich glaube, das reicht noch nicht.
Noch mal ein bisschen langsamer. Na, jetzt aber, oder? Okay, jetzt geht's. Ach, schön. Also wenn ich das in Wirklichkeit fahren müsste, dann würde ich jetzt erstmal hier. Ich kann nämlich so Karussell fahren in Wirklichkeit gar nicht ab. Und jetzt wird er schneller. Hey, ich habe den Gashebel aber nicht betätigt. Ja, was? Was ist das für ein komisches Vieh? Es war doch vorher noch nicht da. Und jetzt ist es wieder weg. Ah, schau mal, ich habe das sogar eingebaut. Habe ich selber vergessen. Und da steht jetzt irgendjemand in diesem Haus. Sieht aus wie das, was wir da vorher in groß hatten, oder irgendwie so eine Schattengestalt. Der jetzt natürlich nicht mehr da ist. Weiß nicht, sollen wir das Karussell jetzt so lassen oder wieder anmachen? Ich glaube, wir lassen es mal so, ne? Gucken wir lieber mal, dass wir hier weiterkommen und unseren Sohn finden. Treachery that lashes like a whip and scars our insides. The first time I saw Callum, my thoughts betrayed me. I looked down at this wrinkled, red, bawling thing and I thought, is that it? We build our world from expectations, and the world that I had built for Callum was no different. He was so real, so there, and so far from my expectations. And they shattered, and as they fell in pieces, that one treacherous thought became a new foundation. All of the love that we shared, all of the warmth and goodness that followed, built on a single, traitorous thought. Das ist auch geil. Ich kann diese Seite hier leider nicht lesen. Und so ist es leider zu klein. Aber hier wäre doch eigentlich ein perfekter Platz, wenn ich so ein kleiner Junge wäre, um mich zu verstecken, oder? Hat da gerade jemand in unser Ohr geflüstert? Ich meine, ich hätte ihn gerade. Glaubt, er ist da drin. Er antwortet uns doch. Glaubt, der Kleine verarscht uns. Aber ich komme da auch nirgendwo rein. Nee, geht nicht. Leider nirgendwo eine Tür. Nur Fenster. Dann ist der vielleicht nicht hier, aber wahrscheinlich ist er hier irgendwo in der Nähe. Wahrscheinlich. Okay. Ich verstehe es leider nicht, was da aus den Lautsprechern kommt. Ah, aber da haben wir mal eine Karte. Constant crashes in 80s music. I guess it floats someone's boat. Okay, also House of Horrors, hey, da will ich noch unbedingt rein. Wo sind wir jetzt überhaupt? Hier ist dieser Octo... Ach, hier. Bei den Bumper Cars. Okay, komme ich da auch irgendwie rein? Hier anscheinend. Hier ist aber nichts drin. Aber hier, da steht irgendwas auf diesem
Okay, was ist denn das? Sieht aus wie ein Radio oder eine Batterie oder sowas. Das war gerade etwas komisch. Und da vorne leuchtet jetzt ein Licht, bei dem ein Bumpercar. Dachte zwar, das ist gut, da eigentlich schon das englische Wort wäre, aber anscheinend heißt das in England Bumpercar. Ah, hier haben wir wieder irgendwas zum Lesen. Okay, also es gab hier anscheinend noch einen Unfall beim Entladen der Autos, also bei diesen Bumpercars hier, bei den Scooter-Autos. Und dabei wurden Mitarbeiter von so einem Bumpercar hier erschlagen. Und der Fahrer des LKWs, wo die Bumpercars drauf waren, hat anscheinend schwören können, dass er gesehen hat, wie da, hey, wie wenn da irgendwas die Sicherungsleinen und Gurte gelöst hätte. Sehr eigenartig. Und jetzt hat sich hier so ein Bumpercar selbstständig gemacht. Und jetzt sollen wir da hoch, nehme ich mal an. Ja, Autoscooter ist das Eingedeutschte, dachte ich immer. Once, when Callum was very small, I left him asleep in the car while I ran an errand. Don't even remember what it was. When I came back, the sheriff was standing next to the car, watching my boy through the window. I didn't like what I saw in his eyes. Judgment. He wrote me the ticket without saying a word, just the scratch of his pen on the notepad. When he gave it to me, our eyes met. I know what you're going through. My daughter, Helen, she just gets some help. Help was a bolt of lightning. Help was 1,000 volts surging through my veins. Help is agony. I'd rather die. I wanted to scream. I'd rather you pulled your gun and shot me. But instead my mouth said, yes, Sheriff. Ah, das bezweifle ich jetzt, dass man in der Stadt damit rumgurken kann. Mit so einem Bumpercar, obwohl man dafür natürlich keinen Führerschein bräuchte. Okay, also es scheint hier wirklich ein bisschen so drauf hinauszugehen, dass wir jetzt hier irgendwie mit jedem Fahrgeschäft fahren müssen, um diesem Mysterium hier etwas näher zu kommen. Okay, hier gibt's wieder Hebel. Dann würde ich sagen, hier, wir wissen wahrscheinlich schon, was auf uns zukommt. Jetzt können wir hier garantiert wieder her. Wir fahren mit dem Riesenrad. Juhu! Ich hab ja schon gesagt, Freizeitpark Simulator 2015. Okay. Also so sicher sieht das hier ja nicht aus. Dad used to say that before Mom ran off. After that he mostly just drank. Things were different for Don and I. When we met, I was sweeping the floor at Susie's diner. He came in with some workers, but he didn't try to flirt or cop a feel like the others.
He just ordered a coffee and sat there, watching me. When my shift was over, he offered to walk me home. I don't know how to describe that walk. We talked and laughed and eventually kissed. It felt like love. It felt like a fairy tale. I can't tell you if Callum was made that night or one of the ones that followed. But I think it has to be that night. That one perfect night. Don and I moved in together, but then, well, he died. According to the supervisor, his safety harness failed when he was working on the top of the Ferris wheel. Don was there one moment, and then gone. Sometimes people leave your life for no reason. I was 3 months pregnant with Callum. Fairy tale fucking over. Okay, also von unserem kleinen Sohnemann hat anscheinend der Vater hier gearbeitet und wurde von einer Gondel, die sich hier gelöst hat, wohl erschlagen und ist gestorben. Das hat uns die liebe Dame hier gerade erzählt. Und da ist schon wieder dieses komische Viech. Aber wenn wir jetzt rausgehen, hier aus dem Fahrgeschäft, ja, ist das natürlich wieder weg. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses komische Vieh, was uns immer irgendwie zu Gesicht kommt, wenn wir hier mit so einem Karussell fahren, dass uns das irgendwie so ein bisschen den Tod simulieren soll oder so. Oder eventuell ist das hier dieses Unheil, was hier in diesem Park wütet, was auch die ganzen Unfälle hier verursacht hat. Und ich nehme mal an, dass hier so eine Gondel, die sich wahrscheinlich gelöst hat damals und den Vater erschlagen hat. Und hier können wir ein Rollercoaster-Ticket nehmen. Ja, erschlagen, wie gesagt. Ich übersetze das alles hier nur sehr grob und probiere jetzt hier kein super Ding draus zu machen. Weil sonst werden wir mit dem Spiel jetzt wahrscheinlich nicht fertig. Und ich hatte eigentlich vor, das heute durchzuspielen. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything. It served the little fuck right if I just abandon him. Okay, eindeutig verdient diese Mutter hier ein Abzeichen. I always wanted to write this one. Natürlich fahren wir hier auch mit der Achterbahn, wenn wir schon hier sind. Scheiß auf den Kleinen. Wir fahren einfach mal alles, was es hier gibt. Wird schon passen.